das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover präsentiert euch in diesem Video die subkutane Injektion beim Schaf an der seitlichen Brustwand. Es wird hier nur eine korrekte Methode gezeigt, die entsprechende Fertigkeit auszuführen. Benötigt werden für diese Übung im Skills Lab Handschuhe, eine Kanüle in geeigneter Größe, eine Spritze und Injektionslösung. Die subkutane Injektion ist eine häufig verwendete Injektionsart bei Schafen, da das Risiko der Abszessbildung aufgrund von Verunreinigungen niedrig und eine Infektion durch Anaerobia selten ist. Zunächst werden Arbeitsplatz und Materialien für die subkutane Injektion vorbereitet. Das Tier sollte gut fixiert werden, damit Verletzungen bei Mensch und Tier durch Abwehrreaktionen vermieden werden können. Am Simulator wird auf eine Fixierung verzichtet. In einer geeigneten Spritze wird die benötigte Menge der Injektionslösung aufgezogen. Die geeignetsten Stellen für die subkutane Injektion befinden sich an der seitlichen Brustwand oder im wolffreien Bereich unter dem Ellbogen. Diese Lokalisation eignet sich besonders, wenn ein Schaf im Sitzen punktiert wird und bei Lämmern. Mit dem Dreifingergriff wird an der Injektionsstelle eine Hautfalte aufgezogen. Nun wird armiert, das heißt mit auf der Spritze aufgesetzter Kanüle, im Winkel von ca. 10 Grad zum Tierkörper in die entstandene Tasche eingestochen. Die angeschliffene Seite der Kanüle zeigt vom Tier weg. Der Sitz der Kanüle unter der Haut kann kontrolliert werden, indem die Kanüle unter der Haut seitlich verschoben wird. Der Konus wird fixiert, durch leichtes Zurückziehen des Spritzenstempels wird nun aspiriert. Wenn kein Blut im Konus der Kanüle erscheint, wird die Lösung injiziert. Ansonsten belässt man die Kanülenspitze im Tier und sucht im Gewebe eine neue Injektionsstelle auf. Nach erfolgter Injektion werden Kanüle und Spritze zusammen aus der Haut gezogen. Die Kanüle wird nun in den dafür vorgesehenen Behälter und die Spritze im Restmüll entsorgt.